Hi zusammen, ich bin Hubertus von Lemken, Produktmanager für Düngerstreuer. Und heute möchte ich einmal ein bisschen zum Polaris 16, unserem Topmodell in der Düngerstreuerreihe, zeigen. Wir haben ja drei verschiedene Düngerstreuerreihen: einmal den kleinen, die Speakers, dann die Tauris und hier den Polaris 14 und 16. Hier heute mitgebracht den Polaris 16, unser absolutes Topmodell in der Düngerstreuersparte. Wir können hier bis zu 4000 bzw. 4200 Liter Düngervolumen mitnehmen. Wenn wir dann die Rollplane zum Beispiel komplett los haben und gestrichen voll ist der Düngerstreuer, haben wir bis zu 4200 Liter Volumen, dass wir also auch ordentlich Dünger mitnehmen können und viel Fläche in einem Arbeitsgang bearbeiten können. Ein paar Highlights möchte ich euch heute mal zeigen. Genau, fangen wir einfach mal oben an. Hier unsere Rollplane ganz praktisch von der Seite zu öffnen, rollt sich einfach auf, sodass man da auch keine Falten hat. Man kann bis an den Behälterrand befüllen, also auch zum Befüllen sehr arbeitsfreundlich für den Landwirt oder den Lohnunternehmer und hat da keine Probleme, dass Dünger irgendwo anders hinfließt als da, wo er hin soll. Und hier auch einfach noch eine praktische Treppe, also können wir auch relativ gut den Düngerstreuerbehälter besteigen, wenn man da mal irgendwas nachschauen möchte oder auch hinterher natürlich für die Reinigung bequem einsteigen kann. Jetzt möchte ich euch mal ein paar Besonderheiten an unserem Düngerstreuer zeigen und dazu fangen wir einfach mal mit unserem Streuwerk an, eigentlich das Herz unseres Düngerstreuers. Wir haben hier einen mechanischen Scheibenantrieb, sodass wir mit 540 Zapfwellenumdrehungen die ganze Zeit für einen gleichmäßigen Scheibenantrieb sorgen. Und unsere Besonderheit ist, dass wir gerade zum Beispiel hier beim Polaris 16, wo wir große Arbeitsbreiten erreichen können, große Wurfweiten mit bis zu 50 Meter, mit unseren Epsilon-Wurfschaufeln arbeiten, kann man hier ganz gut sehen. Dadurch haben wir ja eine nahezu vierfache Überlappung und können dadurch halt auch eine gleichmäßige Verteilung über eine gesamte Arbeitsbreite von ja, bis zu 50 Metern erzielen. Wie bereits schon gesagt, haben wir mechanischen Scheibenantrieb. Deshalb steuern wir unsere Arbeitsbreite über den Aufgabepunkt. Diesen verstellen wir mit unserem Zuführorgan Vertiway, sodass wir hier unser Zuführorgan verschieben können und je nachdem, wo wir unseren Aufgabepunkt haben, können wir halt die Arbeitsbreite damit dementsprechend variieren. Wie hier zu sehen, mit diesem Besen verhindern wir, dass Düngerkörner wegfliegen oder wegspringen und können dadurch die ganze Zeit einen optimalen Aufgabepunkt erzielen. Und übrigens sind unsere Epsilon-Wurfschaufeln natürlich auch karbidbeschichtet, sodass wir da für den Landwirt oder den Lohnunternehmer auch eine lange Lebensdauer der Wurfschaufeln haben. Ja, zwei Besonderheiten an unserem Polaris 16 sind unsere Systeme Econov und Speed Control. Econov steht bei uns für unsere automatische Teilbreitenschaltung. Wir haben hier bis zu 12 Teilbreiten und können dementsprechend genau applizieren. Der Vorteil bei unserem System ist einfach, dass wir bei dem Econov-System sowohl den Aufgabepunkt verstellen, als auch die Menge verstellen. Somit können wir auch zum Beispiel Teilbreiten von innen nach außen schließen, als auch von außen nach innen. Also sind wir für jeden Keil da auf jeden Fall gewidmet. Ja, unsere 12 Teilbreiten beim Econov werden im Bildschirm auch natürlich in 12 Kacheln angezeigt, die in einer Kurvenbahn aufgebaut sind, also genau wie das Streubild auch wirklich in der Realität aussieht. Somit haben wir im Vorgewende oder auch in Keilen optimale Ein- und Ausschaltzeiten und haben somit eine Erleichterung für den Fahrer und eine präzise Applikation. Genau dies zeige ich euch gleich aber auch nochmal oben im Terminal auf der Schlepperkabine. Unser zweites besonderes Highlight, was wir hier am Streuer haben, ist unser Speed Control. Durch unser Speed Control können wir auch hohe Fahrtgeschwindigkeiten im Feld gewährleisten und haben dabei trotzdem eine optimale Querverteilung. Das Problem ist bei hohen Fahrtgeschwindigkeiten, wenn wir keine Anpassung des Streubilds vornehmen, dass es durch die Fahrgeschwindigkeit das Streubild sich nach hinten zusammendrückt. Und durch unser Speed Control verändern wir den Aufgabenpunkt und können dadurch auch bei hohen Fahrtgeschwindigkeiten die komplette Arbeitsbreite einhalten und haben somit ein optimales Streubild im Feld. Das ist natürlich wichtig, weil hohe Fahrgeschwindigkeiten für den Landwirt oder Lohnunternehmer immer wichtiger werden, gerade in kurzen Düngefenstern, um da auch hohe Flächenleistungen zu erreichen. Ein weiteres Highlight bei unserem Polaris 16 ist unser Grenz- und Randstreusystem Tribord 3D. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. In diesem Fall ist es auf der rechten Seite montiert, allerdings können wir dies natürlich auch zusätzlich auf der linken Seite haben oder ausschließlich auf der linken Seite. Das ist wählbar, je nachdem wie der Kunde das möchte. Mit diesem System sieht man hier eigentlich, verändern wir einmal das Zuführorgan bzw. den Aufgabepunkt. In der normalen Stellung wird das Streugut ganz normal über die Wurfschaufeln appliziert und wir erreichen ja unsere komplette Streubreite. Beim ertragsorientierten Streuen möchten wir natürlich unsere Düngermenge bis zu dem Feldrand bekommen.
Da ist es dann natürlich auch in Ordnung, wenn ein paar Düngerkörner über den Feldrand hinausgehen, beispielsweise wenn eine andere Fläche direkt nebenan liegt. Dafür fährt unser Zufüllorgan ein bisschen weiter in diese Richtung und verstellt den Aufgabepunkt, sodass mehr über die Grenzstreuschaufel appliziert wird. Dabei verstellen wir also den Aufgabepunkt, allerdings verstellen wir oder verändern wir die Menge nicht und somit bekommen wir bis an den Rand unsere komplette Menge des Düngers appliziert. Als zweites ist dann das umweltorientierte Grenzstreuen. Dabei möchten wir natürlich erzielen, dass keine Düngerkörner über den Rand bzw. über die Grenze hinausfliegen, wenn zum Beispiel ein Bach oder ein Fluss nebenan liegt. Mit unserem System Tribord 3D sind wir natürlich auch für die EU-Richtlinien zertifiziert und entsprechen den Vorgaben. Dabei verändern wir den Aufgabepunkt so, dass er komplett nur noch über die Grenzstreuschaufel appliziert wird und wir dadurch nur bis an die Grenze streuen. Des Weiteren reduzieren wir hier auch ein bisschen die Menge, um dort auch wirklich keine Körner über den Rand zu werfen. Ach ja, und übrigens, den Düngerstreuer muss man natürlich auch kurz einstellen von der Höhe und von der Neigung. Hier haben wir natürlich uns auch was einfallen lassen. Mit dem kleinen Neigungsanzeige kann man ganz bequem von hier durch die Oberlenkerverstellung am Schlepper direkt sehen, ob der Düngerstreuer in der optimalen Einstellung steht, entweder parallel zum Boden für die normale Düngung, so wie jetzt, oder leicht geneigt für zum Beispiel eine Spätdüngung. Ja, wir sind jetzt hier auf der Schlepperkabine angekommen. Generell kann man sagen, dass man unsere Düngerstreuerreihe mit allen beliebigen Isobus-Terminals fahren kann. Hier in diesem Fall heute mit unserem TCI 1200. Und ich möchte euch jetzt einmal kurz die Benutzeroberfläche zeigen. Wie man hier schon sehen kann, was als erstes auffällt, wir haben es hier mit einem Wiegestreuer zu tun, sodass wir hier auch unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit applizieren können. Wir haben jetzt 1860 Kilo geladen an Dünger. Jetzt müssen wir dem Düngerstreuer natürlich noch sagen, womit wir eigentlich heute streuen wollen, beziehungsweise was für einen Dünger wir haben. Und dazu gehen wir einfach einmal in unser nächstes Einstellungsmenü, wo man einfach nur die Einstellung vornimmt, die Düngerauswahl, die Einstellung der Streubreite und das wäre es eigentlich soweit schon. Wenn wir mit der Düngerauswahl anfangen, haben wir hier schon einmal eingegeben, SSA, unseren T-Faktor, der uns aus der App gegeben wird. Dort müssen wir den einfach nur unseren Dünger auswählen und der schlägt uns direkt den T-Faktor vor. Und bei der Streubreite einfach nur die Breite eintragen, 27 Meter heute mit unseren Wurfschaufeln und dem Wert des Aufgabepunktes, den wir ebenfalls aus der App bekommen. Wo wir gerade über die App sprechen, wir haben eine Vertitest-App, die ganz einfach ist, wo wir die Einstellwerte für unseren Düngerstreuer direkt aus der App bekommen und wir jetzt in diesem Fall bei dem Wiegestreuer gar keine Abdrehprobe mehr durchführen müssen. Und die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz auf meinem Handy. In der App wählen wir einfach jetzt aus, dass wir heute Düngermittel applizieren möchten. Dort suchen wir einfach mal nach den Namen. Eben hatten wir schon gesagt, wir streuen heute SSA. Da wird uns schon einer vorgeschlagen. Wir haben vorher eine Schüttelboxprobe durchgeführt, sodass das mit den Korngrößen übereinstimmt. Dann wählen wir unseren Düngerstreuer einfach aus, den wir vorher angelegt haben. Unsere Wurfschaufeln und die Arbeitsbreite. Und eigentlich war es das dann schon. Und unsere App gibt uns direkt die Einstellung der Streubreite als auch den Fließfaktor, den T-Faktor vor, den wir einfach nur vor einem Bedienterminal eingeben müssen. Wir starten jetzt mit dem Düngerstreuen erstmal außen herum um die Fläche. Und wir haben ja uns eben schon das Tribord 3D-System angeschaut, was für das Rand- und Grenzstreuen verantwortlich ist. Und das können wir ganz einfach hier im Terminal einstellen. Orange ist dann das ertragsorientierte Streuen, so wie man hier auch sieht, zum Beispiel an benachbarten Feldern. Und das umweltorientierte Grenzstreuen ist dann zum Beispiel an Flüssen, wo man hier mit -15% auch direkt die Mengenreduzierung sieht. Ja, wir fangen jetzt einfach mal los und fangen an, Dünger zu streuen. Hier sieht man jetzt nochmal unsere Econoff-Teilbreitenschaltung mit unseren 12 Teilbreiten. Diese sind sichelförmig angeordnet oder in Sicheln dargestellt und in einer Kurve angeordnet, sodass wir ja das Streubild wiedergeben. Und jetzt können wir hier mal ganz gut sehen, wenn wir den eingeschaltet haben, wie sich die einzelnen Teilbreiten dann passend dazu schalten. Wenn wir dann jetzt vorwärts fahren, sieht man rechts wird die erste Teilbreite gleich angehen und links auch. Diese leuchten dann hell auf unten und mit den Verzugszeiten fängt er an zu applizieren. So ist es eigentlich für den Fahrer optimal. Der Fahrer muss nichts machen und der Düngerstreuer steuert sich komplett alleine. Das war's mit unserem kurzen Erklärvideo hier zum Polaris 16. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, generell zum Thema Düngerstreuer oder auch zu anderen Bereichen aus dem Hause Lemken, fragt uns gerne, gebt uns aber auch gerne ein Feedback zum Video und wir freuen uns auf das nächste Video.